Bevor das Video hier losgeht, möchte ich noch einen kleinen Gruß aussprechen, und zwar an Walter White, der mir einen ziemlich nicen Kommentar hinterlassen hat. Also Walter White, cooler Name übrigens. Ich muss sagen, dein Kommentar hat mich echt motiviert, und ich fand es echt nice, dass du da dir so viel Mühe gegeben hast, den zu schreiben. Deshalb hier nochmal ein großes Dankeschön an dich. Das hat mich wirklich motiviert und es hat mir wirklich gezeigt, dass ich hier das Richtige mache. Beziehungsweise ich habe es zwar schon gewusst, aber das hat das Ganze natürlich nochmal gestärkt. Deswegen Dankeschön an dich und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Im heutigen Video möchte ich euch mal den nächsten Fehler, der bei NoFap häufig gemacht wird, näher bringen. Und zwar ist das Peaking. Also Peak, das ist ein englisches Wort und ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie spähen, also gucken. Und Peaking ist eigentlich sozusagen das kurze Anschauen von Pornoclips oder erotischem Material. So ganz nach dem Motto, dass ein Clip, ein kleiner Clip oder eine Minute von erotischem Material wird mir nicht schaden. Es wird mich nicht zum Relapse führen oder so. Was, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nicht der Fall ist. Also ein so ein erotisches Bild oder sagen wir jetzt ein erotischer Clip, also Pornoclip, auch wenn ihr danach ausmacht, das ist in eurem Gehirn gespeichert und das wird sich dann halt einfach aufbauen und wird nach einer Zeit dann beim Relapse landen. Ist leider wirklich so. Deswegen dürfen wir, wenn wir davon loskommen wollen, dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Wir dürfen nicht probieren, noch so viel wie möglich von dieser Befriedigung bei uns zu behalten. Was ich damit meine ist, wie es bei mir am Anfang war, ich habe NoFap angefangen, habe aber dann trotzdem weiter geätcht, ich habe gepiekt, ich habe fantasiert, ich habe mir erotisches Material angeschaut. Aber nach und nach lernt man dann halt, dass diese Dinge alle nicht sein dürfen. Also wir müssen da wirklich radikal sein und einfach alles, was uns dazu verleitet, diese Dinge zu machen, müssen wir aus unserem Leben streichen. Da dürfen wir nicht irgendwie, ja, kleinlich sein und probieren, da noch so viel Befriedigung wie möglich bei uns zu behalten. Das dürfen wir nicht machen. Also Peaking ist wirklich ein absolutes No-Go, weil es hundertprozentig beim Relapse landet. Ja, also das Ziel, wie gesagt, wie auch schon in dem Etching-Video gesagt, unser Ziel bei NoFap ist, das große Ziel ist, ein neues Leben anzufangen und erfolgreich und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter heranzubringen. Aber das Ziel bei NoFap, das Hauptziel ist halt wirklich von der Pornografie wegzukommen und halt auch von der Masturbation. Und da dürfen wir einfach nicht weiterhin unsere Nervenwege, unsere Nervenbahnen, die mit der Pornografie, mit der Masturbation gekoppelt sind, die dürfen wir nicht weiter unterstützen, die dürfen wir nicht weiter bestärken und befeuern. Deshalb, wie gesagt, kein Kompromiss eingehen. Mit kein Peaking meine ich halt, wie schon gesagt, nicht nur Pornografie, sondern ich meine auch erotische Bilder, erotische Clips, Frauen, die halt Haut zeigen und so weiter. Bei mir ist es wirklich so, ich durfte es jetzt leider wieder am eigenen Leib erfahren, dass ich brauche keine Pornografie anschauen, ich brauche keine erotischen Bilder anschauen. Bei mir reicht, ja, reichen so YouTube-Videos, wo Frauen sind, die ja halt mal mehr zeigen oder mehr Haut zeigen und so weiter. Das reicht bei mir schon, und je mehr ich davon anschaue, umso mehr baut sich das in mir auf, umso mehr baut sich diese sexuelle Energie auf. Und irgendwann lande ich dann halt bei, ja, erotischen Bildern auf Reddit oder, ja, und dann im Endeffekt halt bei der Pornografie und der Masturbation. Deswegen hier nochmal der Appell an mich selbst, dass ich wirklich keinen Kompromiss eingehen darf. Wenn ich auf YouTube so die Thumbnails sehe von, wo halt Frauen sind, die leichter bekleidet sind oder wo man halt die Körperteile definiert sieht, dann darf ich da nicht draufklicken. Also, ja, weil, wie gesagt, es führt bei mir zum Relapse, da müsst ihr gucken, wie es bei euch ist. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, und zwar Peaks destroy Streaks, also Peaks zerstören eure Streaks, euren Lauf. Und
Finde ich extrem geil, ist wirklich die hundertprozentige Wahrheit. Deswegen habe ich das hier nochmal mit reingebracht. Und jetzt zum Schluss noch der Hinweis, dass wenn ihr zufällig auf erotische Bilder, auf Pornografie landet, also wirklich unbewusst irgendwie darauf im Internet stoßt, dann bleibt stark und lasst euch nicht in so Mindsets verwickeln wie, ja scheiße, jetzt ist es passiert, jetzt bin ich hier schon drauf gelandet, jetzt, ja, scheiße, jetzt ist meine Streak hinüber, jetzt kann ich ja genauso gut dazu fappen und weiterhin, ja, weiter tiefer gehen, sage ich mal. Lasst euch von sowas nicht unterkriegen. Wenn ihr zufällig auf sowas landet, dann probiert bzw. schaut nicht weiter hin. Konzentriert euch aufs Kreuz, was oben in der rechten Ecke ist, und schließt die Scheiße. Aber probiert dann immer und immer weiter mit eurer Streak zu kommen. Und lasst euch, wie gesagt, nicht in dieses Mindset verwickeln. Ja, scheiße, jetzt ist es schon passiert, jetzt kann ich genauso gut fappen und ja, immer weiter tiefer gehen. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Und ja, außerdem schöne Weihnachten, schönes Fest. Und ich hoffe, von euch wird niemand rückfällig zu Weihnachten. Also das wäre, strengt euch wirklich an, zieht weiter durch. Und ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.